domradio.de. Christliche Nachrichten. Herzlich willkommen. Im Erzbistum Köln werfen die ehemaligen Sprecher des betroffenen Beirates, Kardinal Rainer Maria Wölki, einen erneuten Missbrauch von Missbrauchsopfern vor. Mit der von ihm abgesagten Veröffentlichung einer Missbrauchsuntersuchung und der Beauftragung eines neuen Gutachters sei das Gremium völlig überrannt worden, sagte Patrick Bauer der Süddeutschen Zeitung vom Donnerstag. Man habe das Zertifikat liefern sollen vom Beirat abgesegnet. Ende Oktober hatte die Erzdiözese in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem betroffenen Beirat mitgeteilt, dass das Gutachten der Münchner Kanzlei Westphal-Spilker-Wastel wegen angeblicher methodischer Mängel nicht veröffentlicht wird und der Kölner Strafrechtler Björn Gerke eine neue Untersuchung vorlegen soll. Die Zustimmung zu dem Vorgehen der Erzdiözese sei unter Druck gefallen, so Bauer. Die Entscheidung sei zu diesem Zeitpunkt schon längst gefallen. Karl Hauke, der ebenfalls als Sprecher des betroffenen Beirates zurückgetreten ist, spricht im Interview mit der Süddeutschen Zeitung von einer Retraumatisierung und einem erneuten Missbrauch von Missbrauchsopfern. Zum zweiten Mal hat der Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD in Berlin, Martin Dutzmann, an diesem Mittwoch einen politischen Buß- und Bettag im Berliner Dom veranstaltet. Der Gottesdienst stand unter dem Leitwort Demut, was zügelt uns? Dutzmann sagte in seiner Predigt, die Corona-Pandemie habe die Menschen neu erkennen lassen, dass sie sterblich und zerbrechlich seien. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Für den Gottesdienst im Berliner Dom war ursprünglich auch ein Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplant. Wegen der Corona-Bedingungen gab es nur eine Videobotschaft des Ministers. Wir sind soziale Wesen. Wir wollen beieinander sein, miteinander Feste feiern, miteinander singen oder beten. Manches davon geht momentan nicht, zumindest nicht so, wie wir es sonst gewohnt sind. Weil es uns und andere in Gefahr bringt oder zumindest bringen könnte. Auf all das zu verzichten, ist schwer, aber es ist notwendig, um sich selbst, aber vor allem auch um andere zu schützen. Im Grunde geht es um Nächstenliebe. Wir wollen aufeinander aufpassen, einander beschützen, aufeinander Rücksicht nehmen. Das Pflegeheim Bethanien in Braunschweig ist eine der ersten alten Pflegeeinrichtungen, die mit Schnelltests Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter auf das Coronavirus testen. 17 Minuten dauert es, bis das Testergebnis vorliegt. Es ist zu 97% sicher. Dadurch soll eine Isolierung alter und kranker Menschen verhindert werden. Vor allem für die Angehörigen ist das eine große Erleichterung. In den meisten Senioren- und Pflegeheimen gibt es diese Schnelltests noch nicht, denn der Aufwand ist erheblich. In Bethanien mussten Mitarbeiter geschult werden und für die Organisation von anderen Aufgaben abgezogen werden. Aktuell schaffen sie mehr als 600 Tests pro Woche. Inzwischen kristallisiert sich auch heraus, dass wir wahrscheinlich 6 € pro Test an Personalkosten erstattet bekommen sollen. Und darüber kriegen wir das Ganze dann auf null finanziert. Nur die Arbeit, die Logistik, alles, was damit zusammenhängt, das bleibt bei uns kleben. Das ist unser Hirnschmalz. Die Diakonie, einer der größten Wohlfahrtsverbände in Deutschland, kritisiert, dass zu viele Einrichtungen dabei auf sich allein gestellt sind. Sie müssten personell und finanziell besser ausgestattet werden, um genügend Tests durchführen zu können. Regensburg folgt dem Stern. Unter diesem Motto findet ab dem 28. November 2020 der erste ökumenische Krippenweg statt. Pünktlich zum ersten Advent werden an 61 Orten, hauptsächlich in der Regensburger Altstadt, in Schaufenstern wie auch in öffentlich zugänglichen Gebäuden Weihnachtskrippen ausgestellt. Finde ich ganz eine gute Sache, weil man einfach Leute mit den oder durch das Darstellen in den Schaufenstern Leute erreichen kann, die man sonst schwer erreicht. Naja, und hinzu kommt jetzt natürlich unsere Zeit mit Corona. Es ist wieder ein Museum auf der Straße und von daher eigentlich eine gute Sache, dass man trotzdem noch irgendwie ja, an die Leute rankommt, zu den Leuten geht mit den Sachen. Die Idee zu dem Krippenweg geht auf Bischof Rudolf Voderholzer und Regionalbischof Klaus Stiegler zurück, denen die Ökumene ein besonderes Anliegen ist. Die Stadt Regensburg unterstützt das Projekt zusammen mit dem Stadtmarketing, den Krippenfreunden und dem Kulturreferat. Domradio.de. Christliche Nachrichten.